unserem Aufruf zur Solidaritätsdemonstration für die Streikenden von Alpenland und für die Streikenden der Charité Facility Management GmbH angeschlossen haben. Und das, finde ich, kann auch nochmal einen Applaus geben. Unterstützung. Und ich glaube, wenn man so lange im Streik ist wie die Beschäftigten der Charité Facility Management GmbH und wie die Kollegen von Alpenland, es ist unheimlich wichtig, so eine Solidarität zu spüren und nicht nur alleine draußen vor dem Betrieb zu stehen. Denn die Kolleginnen der Charité Facility Management GmbH sind mittlerweile den 34. Tag im Streik! Im Streik! Im Streik! Die Kolleginnen und Kollegen von Alpenland sind mittlerweile den 59. Tag im Streik! Im Streik! Im Streik! Liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann es sich ausrechnen, wir gehen am Montag mit den Beschäftigten der Charité Facility Management GmbH nunmehr in die 6. Streikwoche. Auf das Jahr gesehen mittlerweile die 8. Streikwoche. Es ist momentan so, dass die Geschäftsführung der Charité Facility Management GmbH meint, sie könne uns diese Streikfolge brechen, indem sie nichts tut und einfach die ganze Sache aussitzt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, da irren Sie sich gewaltig, denn immer mehr in den Kliniken der Charité bricht zusammen. Denn ohne euch, ohne den Service, genauso wie ohne die Pflege und ohne die Ärzte, funktioniert der Klinikbetrieb, weiß Gott, eben nicht. Wir haben es gesehen, wenn wir durch die Betriebe gelaufen sind, durch die Kliniken. Es gibt Müllberge vor den OP-Schleusen. Es gibt Müllberge in sämtlichen Durchgängen. Die Toiletten, die Besuchertoiletten, wenn sie kaputt sind, werden nicht repariert, weil die Techniker sind im Streik. Es gibt Dreckecken an jeder Ecke und Stelle, weil die Reinigung ist im Streik.